Guten Morgen, Vegan Savages. Heute ziehe ich wieder um nach Berlin, kann man das so sagen, umziehen. Ich nenne es einfach nie umziehen, denn ich habe ja jetzt zwei zu Hause, hier in München und hier in Berlin. Ich gehe wieder zurück nach Berlin. Der Hauptgrund ist, weil ich Musik recorde mit Flags, Deutschraps, ich habe Songs in der Pipeline und ich möchte sie endlich manifestieren, sprich professionell aufnehmen und dann von Flags mixen und mastern lassen. Dann mache ich auch ein Meetup, denn wenn ich schon in Berlin bin, dachte ich so, hey, sehe ich mal meine Vegan Savages. Und am 22. den Samstag ein Picknick im Gleisdreieckpark, weil ich will einfach meine Freunde sehen und dann haben andere Leute noch so gefragt, ob wir was machen können und ich will so gerne was mit euch machen, aber dann hätte ich sonst 20 Treffen so, dann mache ich lieber ein Meetup und es haben extrem viele zugesagt. Ich bin mal gespannt, oh mein Gott, auf Facebook allein schon über 70 Leute. Ich denke, es kommen vielleicht zu 100 Leute, mal gucken. Mal gucken, wie es wird. Ich mache definitiv auch einen Vlog davon. Ich freue mich richtig. Ich bin echt schon ein bisschen aufgeregt. Dann freue ich mich, meine Freunde wiederzusehen. Mal schauen, wie die Baustelle wird. Ich hoffe, es wird aushaltbar. Denn über meiner Wohnung in Berlin werden Penthouse-Suiten gebaut. Und deswegen bin ich auch nach München gekommen, weil es einfach unaushaltbar war, dort zu leben. Aber über mir meinte der Bauherr, dass die größtenteils fertig sind. Mal gucken. Es haben jetzt so ein paar andere Leute da gewohnt und die haben mir immer berichtet und die meinten, es war voll entspannt, es war ziemlich leise. Mal gucken, wir werden sehen. Und was mache ich noch? Meine ganzen Freunde wiedersehen, dies, das, andere Termine und Sachen und ich freue mich einfach wieder in Berlin zu sein. Die Musik nehme ich auf bis spätestens ja, Ende August. Also bin ich frühestens Anfang September wieder hier in München. Und spätestens am 26. September bin ich wieder in München, denn dann ist die Taufe von meiner Nichte und ich bin Patenonkel, wenn es so heißt. Und dann muss ich da sein. Deswegen spätestens bin ich dann da hier. Mal gucken. 2020 mein Motto, ich mache alles ganz spontan. Ich will nochmal nach Österreich zum Beispiel fahren, vielleicht Mitte September, aber ich mache alles spontan. Dieses Jahr muss man ja auch so, zu einem gewissen Grad, ob man will oder nicht. Und habe noch so ein paar andere Trips geplant, aber ja, alles oder das meiste spontan. So ein Trip ist auch ziemlich safe. Ich will noch nicht zu viel verraten, denn es wird so eine Überraschung. Und ja, ich werde mein Zimmer definitiv vermissen, die Ruhe hier. Oh mein Gott, ich habe so viel Gepäck, denn mit meiner Mutter bin ich ja mit dem Auto hergefahren. Sprich, ich habe einfach alles ins Auto geschmissen und ich habe so viel Sachen mitgenommen. Halt auch mein ganzes Küchenequipment, allein mein Food Processor und Vitamix zusammen wiegen so über 15 Kilo oder so. Richtig schwer. Und ich habe jetzt schon 3 Koffer voll. Ihr fragt euch so, hä? 3 Koffer? Du hast nur 2 Hände? Nein, Mann, ich habe 3. Spaß, nein, aber ich habe einfach 2 Koffer genommen mit 4 Rollen. Dann kann ich sie so aneinander schieben. Weil letztendlich, ich fahre mit dem Zug, muss ich es nur schaffen, es in den Zug zu bekommen und aus dem Zug raus in ein Carsharing-Auto und vom Carsharing-Auto in meine Wohnung. Die 3 Distanzen und halt von hier ins Auto, die 4 Distanzen, that's it. Von hier ins Auto kann mir meine Mutter helfen, zum Bahnhof kann mir meine Mutter helfen und dann, das ist nicht so viel, die meiste Zeit chillt es einfach in der Bahn, so das Gepäck, da ist es schon okay. Das war ein schöner letzter Hustle jetzt hier auf meiner Treadmill-Desk. Ich gehe jetzt ins Gym, ich habe gerade meine Deload-Woche, also wird ganz entspannt. Wenn ihr nicht wisst, was Deloads sind, dann bitte lest meinen Trainingsguide. Wenn ihr irgendeinen Sport wirklich das Maximale rausholen wollt und nicht deloadet, dann lasst ihr so viel Potenzial auf der Strecke. Ich habe es auch Jenny beigebracht, so du deloadest nicht, habe ihr sofort meinen Training-Guide geschickt und jetzt deloadet sie und sie meint so beste durch ihre Plateaus geschossen und fühlt sich wieder so gut und diese Aches and Pains, also diese kleinen Schmerzen, die sich so entwickeln und diese Energielosigkeit war dann einfach weg. Deloads, informiert euch, Information changes situations. Okay, bevor ich zu preachy werde, gehe ich jetzt mein Deload-Training, aber erst gehe ich runter und mache mir noch einen kleinen Kaffee. Ah, und eine Sache, die ich auch in Berlin unbedingt machen will, ist Check-ups. Bezüglich meiner Narbe einfach Wundkontrolle und bezüglich der Schwellung mal einen Ultraschall und ich habe schon einen Termin für eine Lymphmassage gebucht. Ich will jetzt einfach mehrere Sachen testen, um einfach zu checken, ob ich noch irgendwas machen kann, ob alles gut ist und ob ich irgendwann wie dazu beitragen kann, dass die Schwellung reduziert wird und ob halt alles gut ist und ob die Schwellung normal ist und was das ist. Mann, meine Nase ist so voll, es tut mir leid. Denn mein Bruder ist auf diesem Bereich kein Experte und in Berlin ist das ja auch alles passiert und dann kann ich zurückgehen in die Charité, wo die mich auch immer operiert haben, die wissen dann Bescheid und da halte ich euch auch certainly auf dem Laufenden, denn mein letzter Approach war einfach so, ich ignoriere einfach meine Narbe und die Schwellung geht weg, so
man hat so eine Warze am Fuß und ja, man vergisst es einfach so und dann, hä, ich hatte doch eine Warze am Fuß, die ist ja auf einmal weg. Hat nicht so geklappt mit der Schwellung, die ist halt immer noch da und die letzte Operation ist jetzt schon 3 Monate her. Deswegen will ich jetzt einfach checken und aktiv gucken, ob ich irgendwas tun kann. Aber jetzt im Sommer ist es halt auch so schwer, es zu ignorieren, weil ich halt immer oben ohne bin quasi und das die ganze Zeit sehe. Das ist so ein Grund, wieso ich mich schon auf den Winter freue, weil ich dann einfach immer so Shirts trage oder Hoodies trage und dann kann ich wieder diesen Ansatz fahren, dass ich so einfach die Schwellung gar nicht wirklich sehe und dann vergesse ich es einfach und dann geht sie vielleicht einfach ganz von alleine weg. Ich denke eh, dass das passieren wird und ich denke, das dauert einfach mit der Schwellung, weil es war so viel Eingriff einfach in meine Bauchdecke und dass der Körper einfach meine inneren Organe schützen will und die Schwellung einfach aus einem Grund da ist. Genau wie wenn ihr euch den Kopf anhaut, habt ihr einfach eine Beule und ich habe mir einfach jetzt viermal krass den Bauch angehauen, sprich hier wurde aufgeschnitten und es wurde viel gemacht. Da ist einfach eine Schwellung normal und dauert einfach. Weil ich war ja nicht irgendwie 2 Tage im Krankenhaus, sondern ich war 3 Monate im Krankenhaus. Mit 4 Operationen und Komplikationen, unendlich viel Komplikationen. Da muss ich, denke ich, einfach nur geduldig sein. Und mein Bruder hat mir da letztens nochmal sehr viel Perspektive gegeben. Da hatte ich echt eine gute Unterhaltung mit ihm. Xandi, danke. Grüße gehen raus an dich. Okay, ich laber gerade. Let's go downstairs und dann zeige ich euch einen kleinen Coffee. Oh Mann, ich nehme mir meinen Milchschäumer auch nicht. Ach, vielleicht kann ich den noch irgendwie... Ach, ich habe so viel Gepäck. Will mir jemand helfen? Meine Halfpipe werde ich definitiv auch vermissen. Aber ich war so schlau, ich bin die letzten Tage nicht mehr geskatet, weil ich wirklich jetzt weniger machen will, damit mein Bauch besser heilen kann. Deswegen lasse ich bewusst auch mein Skateboard hier, obwohl ich unbedingt in Berlin skaten wollte. Aber hey, es läuft mir ja nicht weg und ich denke, es ist einfach noch besser zu warten. Besonders, wenn ich dann wieder in die Skateparks gehe. Es ist einfach vorprogrammiert, dass man hinfällt, sich wehtut und so. Und dann muss ich es irgendwie so ausbalancieren und reiß mir den Bauch wieder auf. That's shit I don't like, I wanna avoid. Also, ich will es vermeiden. Deswegen bin ich vernünftig, was ich oft nicht bin, und lasse mein Skateboard hier. Aber eigentlich lasse ich es hier, weil ich es einfach nicht unterkriege. Ihr seht hier sind die anderen beiden Koffer. Hier, das will ich auch mitnehmen, das ist mein Reflektor für Videos. Und hier allein der Food Processor und Vitamix, so schwer. Und das ist voller Grundnahrungsmittel, weil ich so viel von Koro und Vivo und dies, das habe. Und so viel einfach, dass das alles zum Beispiel auch einfach hier bleibt. Da bin ich mir noch so nicht sicher. Ich mache das auch gleich alles sauber. Aber was ich euch jetzt zeigen will, mit meinem super Food-Aufschäumer, den habe ich von Amazon, ist auch in meinem Amazon-Link, was richtig gut schäumt, ultra gut schäumt, ist einfach Sojamilch. Müsst ihr jetzt nicht hier diese überteuerte kaufen. Und dann, was der Hack ist, zuckerfreie Sojamilch auf warm und dann so 2-3 Vanilla-Drops rein. Dann habt ihr einfach zuckerfreie Vanillamilch in eurem Kaffee, die so geil schmeckt. Okay, das waren jetzt mehr als 2 Tropfen. Das passt schon. Und dann einfach einen kleinen Kaffee dazu mit Kakao. So lecker. Auch mit? Oh ja, gut, dass du es sagst, mein Squatty Potty. Und diesen Kuchen habe ich gestern mit Jenny gebacken. Das ist ein Zucchini-Kuchen, der ist so lecker und so gesund aus 100% Whole Foods. Dazu check das Recipe ab at Vegans Food. Genau, mein Squatty Potty. Ich hole den schnell, nicht, dass ich den vergesse. Du kannst ja dein ganzes Zeug noch. Ja, aber den will ich auf keinen Fall vergessen. Und den vergisst man schnell. Ach, ich verlinke euch auch einen Post unten drunter über Squatty Potties. Game Changer. Und da müsst ihr nicht so einen teuren nehmen, sondern einfach den hier von Ikea für 5 Euro oder so. Was, der kostet 2 Euro? Ich werde auf jeden Fall diese entspannten Fahrradwege vermissen. Hier in Solln, wo ich wohne, ist echt so gut wie nichts los. Und man kann einfach mit dem Kopf voll abschalten. Ihr seht, es geht einfach geradeaus. Es sind so wenig Leute da. Und es ist halt auch so leer. Weil es ist halt am Stadtrand, ganz im Süden von München. Und das ist schon sehr entspannt. Die Luft ist auch so gut. Aber wie ich in dem Vlog mit Jenny gesagt habe,
den perfekten Ort. Utopia gibt es nicht. So muss immer Pro und Contra abwägen. Und das ist halt ein Contra, was ich in Kauf nehme in Berlin. Das ist halt viel lauter, mehr Feinstaub. Also es kommt halt auch immer drauf an, wo man wohnt. Aber ich wohne ja in Schöneberg, nähe Yorkstraße. Und da ist schon viel Hustle und Bustle. Was aber auch wieder ein Pro ist, weil das halt viele Möglichkeiten bietet, viele like-minded Leute anzieht und so weiter. Aber ich rate euch immer, wie Jenny es auch sagen wollte oder gesagt hat, die Vorteile, wo ihr seid, euch darauf zu konzentrieren, aufzusaugen und die Nachteile halt einfach in Kauf zu nehmen, aber die nicht wirklich zu füttern. Ich füge euch hier mal eine richtig weise Quote ein. Ja, Mann. Auf die werde ich auch eingehen in einem der nächsten Wissenswerten teilen, weil das irgendwie zum Thema passt. Hat mir auch ein Vegan Savage geschickt. Danke dafür. Ich parke einfach mein Fahrrad hier oben in meinem Zimmer. Das stört keinen. Oh, was mir gerade einfällt, ich habe ja mein Fahrradschloss mitgenommen. Das mache ich noch ab und nehme es mit. Gut, dass ich gerade dran denke. Ich dusche jetzt, rasiere mich, pack fertig, mache noch die Wäsche, alles klar, Schiff, putze noch das Zimmer. Und dann, ich glaube, heute mache ich nicht Nice Cream Porridge, weil ich immer noch so viele gute Sachen im Kühlschrank habe, die ich vernichten möchte. Plant Slayer. Und mache deswegen so eine V-Games Bowl. Alles gepackt, jetzt wird gefeastet. Erstmal esse ich noch so viel Obst, wie ich finden kann, während ich mir jetzt eine richtig fette V-Games Bowl zusammenbaue mit den ganzen Resten hier so und mich einfach bedienen. Alles, was noch so weg muss. Die Bananen passen nicht rein. Die werde ich meiner Mutter einfach einfrieren. Aber kann hier noch so die Sachen leer machen. Und das Resultat seht ihr im nächsten Shot. Und ich freue mich jetzt so auf diesen Pfirsich, der so perfekt reif ist, aber nicht zu reif. Oder Nektarine, glaube ich. Ja, Nektarine. Tada! Deutsch. Und ich esse auch noch ein Stück von dem Kuchen. Ich will ihn ja ganz oft essen, aber ich will definitiv, dass meine Mutter auch noch was kriegt. Deswegen machen wir einfach Hälfte, Hälfte. Sharing is caring. Und ich habe noch eine halbe Dose Linsen reingeschmissen. Lichterkette ist aus. Ihr wisst, was das bedeutet. Bye-bye-Zimmer. Ich hatte hier eine echt gute Zeit. Ich habe hier verdammt gut geheilt. Ich habe hier einfach schöne Momente. Ich war hier so kreativ, so produktiv. Habe hier so viel auch gechillt und einfach mein Leben genossen. Wir sehen uns spätestens Ende September. Vielleicht auch früher. Leider konnte ich nicht richtig Trampolin springen. Ich dachte echt so mit der Schwellung und so, das wäre jetzt schon gegessen. Aber dann hoffentlich nächstes Mal, wenn ich in München bin. Genieß jetzt zum letzten Mal den Garten. Und gönn mir das Stück Kuchen. Und mach eine kleine Rap-Session. Und dann geht's auch schon los zum Bahnhof. Läuft. Zwei Koffer, kein Problem, aber drei. Gott sei Dank hilft mir meine Mutter. Das für deinen Spaß in Berlin. Wow, sowas sehe ich gern. Ein fetter Fruchtstand am Bahnhof. Schaut mal, wie viel Bananen. Das war kein Spaß, die Koffer hier alle hochzukriegen. Also ich habe halt Angst um meinen Bauch, aber ich glaube, es ist alles gut. Ich habe es geschafft. Und jetzt 6 Stunden nach Berlin. Los geht's. Produktiv gearbeitet wird jetzt hier. To leave, already packing, come with me. Ich sag Nico Rittenau. Vielen, vielen Dank. Gerne, Brother. Welcome back, wer fährt ihr endlich? Uber. Erkennt ihr noch den Hintergrund? Boah, es ist komisch, wieder hier zu sein. Die Zeit ist einfach verflogen, es ist so viel passiert. Die Wohnung ist dreckig. Hier haben Freunde gewohnt. Und ja, deswegen habe ich gleich eine Reinigungskraft, also mehrere Freunde, dies, das, verschiedene. Und ich habe gleich eine Reinigungskraft engagiert, leider erst für den 22. gefunden, also für Samstag. 3 Stunden Küche, Bad, alles richtig picobello machen. Und sorry, dass so laut ist, aber ich muss die Fenster aufmachen. Es ist heiß in Berlin, über 30 Grad. Leider, boah, ich werde morgen gleich mal Stress machen bei dem Bauherrn. Das ist so eklig. Der hat sich jetzt auch einfach nicht mehr gemeldet. Ich meinte so, yo, ich bin wieder da. Also ab heute, weil er meinte, er macht mir die ganze Wand wieder schön. Und ich habe ihm jetzt mehrfach geschrieben, er hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Diese hässliche Dunstabzugshaube, die ich neu bekommen habe, sollte eigentlich auch verkleidet werden. Läuft da so richtig schön die Wand runter. Also
Da rufe ich morgen an und sage, hey, hör mal, mach mir das schön, wie du es versprochen hast. Das ist hier auch alles so verschoben. Boah, ich packe jetzt erstmal aus. Dann gehe ich einkaufen, so dass ich ein bisschen was da habe. Da kommt auch was Neues, ihr könnt euch freuen. Ich mache so ein Wohnungs-Makeover. Meine Wohnung wird echt richtig fresh. Wenn ihr euch fragt, wo sind die Pflanzen, die hat Joli. Die hole ich mir die Tage auch zurück. Und ja, Mann, jetzt wird hier wieder richtig reingelebt. Hier ist überhaupt kein Leben in dieser Wohnung. Aber das werde ich jetzt ändern. Aber das ist dann Part von einem anderen Video. Ich komme jetzt erstmal auf mein Leben klar. Wie sehe ich überhaupt aus? Erstmal ins Gym wollte ich schon sagen. Erstmal duschen. Ich werde doch eh so viel schwitzen dabei. Egal, ich bin gerade in meinem Kopf. Das ist Part von einem anderen Video. Wohnungs-Makeover hier in Berlin. Freut euch drauf, es kommen jetzt eh so gute Vlogs. Vom Meetup mache ich einen Vlog. Und dies, das in Berlin ist so viel geplant. Bleibt einfach dran, abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich bin out. Ich bin zurück in Berlin, Mann. Wow, wow, wow. Single Lifestyle. Ich kann machen, was ich will. Das hat jetzt nicht so Bock gemacht. Okay. darauf habe ich gar keinen Bock. Ach, Berlin, Mann. Es ist so schön, wieder hier zu sein. Der Vlog ist schon vorbei. Was mache ich eigentlich? Mann, ich habe dich vermisst. Erstmal. Komm schon, damit es sich ein bisschen lebendig hier anfällt. Lichterkette. Jetzt wird reingehasselt. Bedeutet, die Wohnung richtig heimisch und fresh gemacht.